Halli, hallo, Hallöle, es ist wieder World of Tanks Zeit und zwar mit dem einen der kleinsten Panzer, die es jetzt gerade im Spiel gibt, dem OI Experimental. Hier aber gespielt mit welcher Kanone spielt er? Mit der normalen. Deswegen auch in Anführungszeichen nur 130 Durchschlag bei 300 Schaden. Also er nutzt nicht die Trollkanone, die man ja sonst gerne von dem kennt. Also dementsprechend kann man schon fast sagen, ein anderes Replay als man erwartet. Auf jeden Fall ist es eher als Zielscheibe sehr, sehr einfach zu treffen. Weil wenn man jetzt hier mal so ein... Also ich finde einfach nach wie vor diese Größenverhältnisse immer noch unglaublich krass. Das ist halt einfach ein fahrendes Monster. Wenn wir jetzt hier diesen UI 57 gleich im Vergleich sehen, der verschwindet halt einfach so. Pass auf, da wo ist der Panzer? Wo ist er? Man sieht ihn fast gar nicht, so klein ist der. Und ein Churchill, der eigentlich schon groß ist, auch der ist noch klein. Also, das ist ein Monster auf Ketten. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Und da kommt jetzt vielleicht schon der erste rum. Der KV. Yep. Ah, der war ein bisschen auf die Kette gelegt. Aber jetzt nochmal... Ja, jetzt klappt's. Und jetzt hat er vor sich einiges an Gegnern. 0 zu 3 steht schon, das Game Fricks. Der Churchill hat hier auch kein schönes Leben. Auch der ist jetzt raus. Und... Oh ja, also jetzt fällt da jede Hemmung. Der Type, den konnte er aber wenigstens jetzt mal zerstören. Muss aufpassen, eben der KV-1S, der da ihn gerade seitlich beschossen hat, der kann natürlich jetzt irgendwann mal neben ihm aufploppen. Aber jetzt der Type da am Start. T28 deckt gerade Richtung KV ab. Jetzt kommt ein Churchill noch von vorne. Also sie haben jetzt hier die unschöne Situation, von allen drei Seiten gefühlt Gegner zu bekommen. Aber der KV-1S drückt Gott sei Dank nicht. Und die anderen treffen ihn, den T28, auch nicht. So, aber jetzt, da kriegt er gut den Hit raus. Jetzt ist ein Type 91, ist er jetzt auf dem Cap. Wird aber decapped vom anderen Type. Hier, die Jungs in der Straße sind jetzt ein bisschen zu zaghaft für diese unglaubliche Überzahl. Müssten sie das eigentlich locker mal partizipieren daraus. Aber machen sie nicht. So, jetzt kommt der KV-1S scheinbar rum. Mit Auto. Er nimmt ihn raus, bevor er den T28 rausnehmen kann. Arti hält jetzt hier mittlerweile auch rein. Die hat natürlich auch das kleine Ziel entdeckt. Der T28 macht jetzt den anderen T28 weg. Und bekommt aber gleich die Rüge im Sinne von du, nicht nochmal. Arti hält weiter hier rein. So, jetzt ist aber der T28 weg. Gerade so. Und jetzt noch die Matilda. Ah, jetzt hält er praktisch der M4 auf ihn rein. Ganz viel auf einmal neben ihm, da muss er aufpassen. So, jetzt macht er den auch weg, sehr schön. Ein Kill, dann hat er da einen Krieger. Und der Matilda kann er hier gut durch den Helm schießen, den Durchschlag hat er. Weiterhin die Arti hier auf ihn eingeaimt, das merkt man und sieht man und hört man beziehungsweise auch immer. Ja, die Arti kommt und kommt und kommt. Trifft ihn aber hier nicht. Vielleicht ist er einfach zu klein. So, auf die Matilda kommt er nicht. Matilda versteckt sich hier hinter dem toten Churchill oder dem zerstörten Churchill. Gegner macht gerade alle weg. Es ist nur noch er mit dem T34 am Leben. Genau, jetzt fahr doch mal auf die Matilda drauf. Prallt hier ab. Ja, gewagt. So auf den Helm, aber es funktioniert. Wahnsinn. Die Arti kommt aber gefühlt auch gar nicht in sein... Also ich weiß nicht, wohin die schießt.
Aber vom Gegner-Setup hat das jetzt eigentlich recht gut. Ein B1, ein T34 und die Arti. Das sind alles ganz schön machbare Gegner. So, der T34 müsste da jetzt gleich neben ihm stehen. Da ist er auch schon. Ahnt noch nichts von seinem Glück. Er hat hier alle Zeit. Und macht ihn weg. Jetzt fehlt noch der B1. 7 Kills schon an der Hand. Er schreibt doch schon, need kill please, klar, er will die Medaille haben. Und da ist der B1. Kommt aber nicht drauf, steckt sich gerade sozusagen mit dem Ärschchen hinter ihm. T34 geht jetzt schön auf ihn drauf. Und jetzt kann er ihn wegmachen. Und jetzt fehlt nur noch die Arti. Und dann haben sie das Spiel schön gedreht. Zwischenzeitlich hat es ganz anders ausgesehen. Aber 8 Kills. 2500 Schaden. Das kann man sagen, das passt. Wer von den beiden kriegt die Arti jetzt noch? Ich wäre auf die Gleise rausgefahren. Kann natürlich auch sein, dass er sich da irgendwo versteckt, in Anführungszeichen. Da ist er. Da hätte ich recht gehabt mit meinem Weg. Aber nun kann er ja umdrehen und sich den in Ruhe holen. Der T34 wird nicht mehr zurückfahren. Der wird jetzt hier den Cap und die Punkte dafür mitnehmen. Na? Ah, da ist die Arti, auf die hat er gewartet. Macht sie weg mit einem Munitionslagertreffer. Und dementsprechend haben wir hier das Replay mit dem UI-Experimental durch. 9 Kills, 2694 Schaden. Und ja, da kann man sagen, das passt. Der hat sich nicht auf seine Größe beschränkt, sondern hat sich praktisch gut und wacker geschlagen. Von dem her hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Karamba.